Ja, meine Lieben, herzlich willkommen. Mach das aber nicht. Herzlich willkommen in ARK, herzlich willkommen bei Abonacho, da sind wir wieder. Und da wollte ich jetzt mal einmal, was wollte ich denn? Eigentlich gar nichts, ne? Also ich wüsste jetzt nicht. Wollte ich da was? Nein. Ich wollte los. Ja, das wollte ich holen. Metall brauche ich, um den zu reparieren. Alter Schwede. Oh, ich muss mal ganz schnell was gucken. Entschuldigung. War jetzt so nicht geplant. Okay. Alles gut. Ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen. Wie sieht das halt so gehört? Wird auch schon in der Nacht. Aber das ist auch hübsch. Kann man nicht anders sagen. So. Mädel, wir werden uns jetzt ein bisschen auf den Weg machen und noch ein bisschen Sachen besorgen, damit wir das Dach fertig kriegen, damit es nicht mehr reinregnet. Warum eigentlich nur ein gerades Dach? Schaffst du es, wenn ich hier hingehe, Schnäuzchen? Das ist aber schön. Mach mal den Kopf runter. So, dann lass uns hier hinwandern. Ah, jetzt dachte ich erst, wäre böse. Ist aber nicht. Alles gut. So. Und hier geht's los. Ja, da müsst ihr leider durch. Weil einfach nicht, momentan nicht die Zeit, offline alles vorzubereiten. Von daher geht das leider nicht anders. Aber so ist das halt, ne? Das ist ja auch Let's Play und nicht Let's Cook. Also Let's Cook, was ich gemacht habe. Ja. Gucken, dass wir hier noch möglichst viel erreichen. Warte. Wir gehen, na, hier wirst du wohl schwierig rumkommen, ne? Entschuldigung. Gucken wir mal. Ich komme mal kurz zu dir. Ich habe da jemanden gehört. So, einmal den Speer raus und... Wo bist du? Ich hab dich ge... Ja. Und wo? Ich höre dich. Komm her, du Beigenuss. Die Blümchen sind mir noch nie aufgefallen. Wo ist das alte Vieh? Hängt der hier irgendwo fest oder? Weil hören tue ich den. Aber nicht sehen. Alte Mistvieh. Und jetzt hole ich meine Axt wieder raus und dann greift er mich an. Pass mal auf. Gehe ich doch jede Wette mit ein. Und dann kann ich wieder laufen. Gehen wir halt hier lang. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber der hängt da vorne jetzt irgendwo im Wald. Vielleicht ist er auch an irgendeinem Baum festgebackt. Eigentlich dürfte ich mich über die Bugs gar nicht beschweren. Ich meine, sonst hätte ich wahrscheinlich nur ein oder zwei Saurier. Aber, wie das halt so ist, ne? Okay. Ich sehe zu wenig. Oh, was ein Leck wieder. Da. Upp, jetzt ist das auch noch kaputt. Muss ich reparieren mal eben. Ich habe ja, glaube ich, Zeugs dabei. Brauche ich dafür Fiber? Ich habe kein Stone und ich habe kein Flint. Und wenn ich jetzt was sehen würde, dann wäre das gut. Du hast doch alles mit, ne? Da haben wir das und
Oh, ich habe da kein Stone in Ersatz. Okay. Dann muss ich das mal. Ich glaube, hier war einer. Mhm. Ah, hier ist aber gut, dass der direkt neben mir ist. Weil so im ganz Dunkeln, das wäre lustig geworden. Irgendwie einen Weg nach Hause zu finden, im ganz Dunkeln. Das wäre auf jeden Fall lustig geworden. Deswegen hab ich normalerweise immer halt Material. Aber ich denke mal, das werdet ihr auch haben. So. Damit, wenn sowas passiert, ich eben ja auch so ein bisschen versorgt bin halt. Ne? Ist ja nicht so ganz unwichtig. Das Metall, das kann jetzt hier unten drin. Machen wir aber hinterm Holz. Wind kann wieder rein. Und warum ist der nicht aufgesteckt? Jetzt ist er's. Alles gut. Kann weitergehen. Jetzt ist hier überall Stein. Ja? Wenn ich Stein suche, finde ich nicht. Wenn ich nicht suche, dann finde ich. Echt cool bei mir. Absolut. Genau wie die Tatsache, dass ich immer das Glück habe. Wenn ich irgendetwas Spezielles in 7 Days brauche, dann bringt es mir ein Zombie mit. Finde ich auch gut. Das ist auch so eine Geschichte. So, mal weg hier. Da. Und wird Zeit, dass wieder Tag wird. Das ist mir zu dunkel. Dann müssen wir da, glaube ich, hoch. Dann sollten wir wieder auf Bäume stoßen. Hallo Baum? Wo ist Baum? Ja, ich muss aber Baum haben. Nicht du. Nicht ich. So ist richtig. Und da. Nehmen wir hier halt mit, was hier so steht. Und dann ist gut. Mhm. Ich weiß. Ich muss immer Tasten suchen. Muss dich gedulden. So einfach ist das. Und ah, da ist dicker Baum. Dicker Baum, guter Baum. Und da geht weiter. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das fällt mir auch jetzt alles auf. Die haben ja auch das mit der Hitze simuliert. Das finde ich auch nicht schlecht. So. Ah, da brauchen wir noch gerade auslaufen. Das ist schon mal gut. Ah, ich habe die Maus verrückt. Dachte ich mir. Nehmen wir halt erst den hier mit. Und dann drehen wir uns und raus hin. Wunderbar. Und da haben wir noch was schön dickes. Dort. Wenn ich jetzt Licht hätte. Nein. Ja, ich wollte auch nicht mit der Faust. Ich wollte es ja eigentlich damit machen. Aber ich bin ja dusselig. Und deswegen haue ich mit der Faust. Oh, so langsam kommt das Licht wieder. Wie schön. Ich freue mich. Was denn? Was hast du? Was hast du denn? Was gibt's zu meckern? Tut mir leid, aber ich muss das halt machen. Ist langweilig für dich, ne? Aber was machst du sonst? Sonst stehst du halt rum und bist am Futter. Ja. Da kannst du... Wo bist du denn? Hallo? So groß und ich sehe sie nicht. Nicht da. Ach, da bist du. Warum bist denn du da? Ich geb dir mal schon mal ein bisschen Holz. Warte mal. Bitteschön. Ja, 2 Sticks konnte ich. Ah ja, 3 kann ich ja, ne? Dann ist vorbei. Dann habe ich nicht mal genug gehabt. So, und da noch ein bisschen.
Und dann müssen wir mal gucken, dass wir nach Hause kommen. Das müsste ja eigentlich jetzt soweit ein bisschen reichen, um diese restlichen paar Wände noch fertig zu kriegen. Und dann soll auch mal, weil jetzt die ganze Zeit so sammelt worden ist, Auto. Was halten ihr denn davon, wenn wir Christine mal wieder ein bisschen durch die Gegend kriegen? Wäre auch schick. Oder tatsächlich mal, das können wir machen. Mit Christine durch die Gegend kriegen und mal gucken, ob wir einen einzelnen Adler finden. Den wir uns dann mitnehmen können. Das wäre ja so schlecht auch nicht. Der dürfte ja noch ein bisschen besser sein als der andere Flugsaurier, den wir haben. Also von wegen Stamina und Höhe und weiter auch. Das wäre natürlich auch eine Idee. So. Nehmen wir hier, gehen wir wieder so im Halbkreis und nehmen noch mit, was da halt so ist. Und den ist gut. Wenn ich den treffe. Ist ja auch immer so eine Sache. Ein Dodo, ich höre dich. Geh mal an die Seite, Kleiner. So. Ja, ja. Alles gut. Und noch einer. Passt ein bisschen auf, ne? Weil Stella sieht euch nicht. Das ist dann böse. Wenn sie so auf euch rumtrampelt. Ein fliegender Baum. Wie schön. Flying Wood. Oder so, ne? Müsste ja heißen. So in etwa. Naja, von beiden geht so. Aber schön bauen ist auch schwierig. Dadurch, dass das halt sich von der Höhe her nicht anpasst, sondern die Geländehöhe halt tatsächlich mitnimmt. Und halt so diese Fertigteile halt hat. Ne? Schwierig von daher. Müsste man quasi eine große Ecke haben, die wirklich flach ist. Aber die habe ich ehrlich gesagt noch nicht gefunden. So, ja, wir sind gleich da, Stella. Und dann alles gut. Das hört sich an. Das hört sich so hart an. Und vor allen Dingen, was hat wackelt, wenn sie so daherläuft. Stella, hast du keine Lust mehr? Komm. Guck mal, hier müssen wir hin. Und dann kannst du erstmal hier stehen bleiben. Solltest dich ja ganz gut verteidigen können. Oder soll ich denn noch Fridolin und Amelie rausholen? Wäre vielleicht auch ganz gut, ne? Alles an wäre ja schade, wenn sie dann jetzt weg wäre. Ach so. Wie viele habe ich denn? 2. Dann tue ich sie erstmal weg. Na, geh durch. Okay. Jetzt dachte ich schon. Gott sei Dank nicht richtig gedacht. So, Back drin. Back, war drin. Und alles gut. Ein paar Bären könnten wir auch noch besorgen. Wollte ich glaube ich schon längst. Habe ich noch nicht. Na gut, ist jetzt aber auch so wichtig nicht. So, das kann da drin und das kann da drin. Das können wir mitnehmen. Ja, lassen wir erstmal. Und das Metall nehme ich jetzt noch mit. Aber den Fiber, den lasse ich erstmal drin. Sonst müsste ich zwischendurch wieder ein bisschen was sammeln. Mein schlimm wäre es nicht. Achso, warum will ich da Metall da rein tun? Ist ja Blödsinn. So, mach dich mal hier. Metall da hinten. Hier. Viel zu wenig, so ein Metall. Ja, wir können ja nochmal hochgehen, da war ja noch so einiges. Nur viel kann sie halt leider nicht mitnehmen. Unsere kleine Christine. Bei ihr passt ja nicht so viel rein. So, aber das Thema hätten wir dann... Oh, doof.
Ist zu. Doch, 14 ist okay, das geht. Ich glaube, da ist auch noch was drin, ne? Kann das sein? Ich glaube schon. So. Wie viel brauchen wir wohl noch? So 6, 7, 8 Stück? Ja, ob ich die hier rauskriege, ist fraglich. Aber ich mag hier auch keine Steinmauer draufsetzen. Also so ein Steindeckel. Ich finde es gemütlicher mit Holz. Okay, jetzt müssen wir hier erstmal dicht machen. Und natürlich, wenn ich das machen möchte, dann sollte ich auch das hier mitnehmen und direkt mal entsprechend laden. Denn bräuchte ich rohes Fleisch eigentlich für den Fall der Fälle, von wegen Adler. Was habe ich hier jetzt eigentlich drin? So, das können wir alles noch mitnehmen. Und dann kriegt Stella wieder ihr Krams drin. Ich glaube, rohes Fleisch können wir uns da oben auch relativ schnell besorgen. Das sollte wohl gehen. Gebratenes nehmen sie ja nicht, ne? Die wissen halt nicht, was schmeckt. So. Einmal dich machen. Christine, wo bist du? Ah, da bist du ja. Du läufst gar nicht. Wie kommt das? Warum kann ich jetzt... Nein, das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich... Achso, dann war ja mit Elb, genau. Okay, rohes Fleisch brauchen wir nicht. Sie hat oben Bären können aber brauchen. Aber hallo. Aber sowas von... So, jetzt machen wir hier erstmal auf Stamina. Ganz wichtig. Dann gleich mal gucken, ob das Monowing das scheint auszusammeln, Christine. Habe ich gar nicht an. Oh ja. Mal einmal mit Cesaro. Ich glaube, das machen wir mal vorher. Einmal mit Cesaro los, ein paar Bären sammeln. Und dann können wir uns noch ein paar Dinge machen. So, warte mal. Nein. Falsch. Gott, muss ich seitlich gehen. Ja, ja. Dasselbe Wandering. Einmal hochgesetzt. Und dann soll das gehen. Ich wusste gar nicht, dass bei Christine so viel Fleisch drin ist. Alles klar. So, da haben wir ja genug Zeug. Können wir ein paar Bären sammeln. So ein kleiner Affe. Ich höre den. So. Haben wir ja genug Zeug hier. Das sind wir. Oh, da sind auch noch zwei. Mit Weiß an den Füßen, auch nicht schlecht. So Babybrundus, das wäre doch auch lustig. Aber mit der Zucht, ich glaube, da braucht man auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dann braucht man da wohl auch eine spezielle Zuchtstation und vor allen Dingen enorm viel Zeit. Also wo ich das gehört habe, was Xyra da an Zeit investiert, um da so ein Saurier hochzuziehen, weil der halt auch eine gewisse, der muss erstmal manuell gefüttert werden, halt, kennt er wahrscheinlich. Warum nehme ich das Zeug denn nicht mit? Das ist natürlich dann auch ziemlich ordentlich, ne? Also irgendwie immer, wenn wir uns im TS unterhalten, ist sie irgendwie in Arakan auch nebenbei drin und ist da am Machen. Was wieder für ein hartes Leck hier. Ja, ist schon ordentlich, dass das zwischendurch immer mal so stehen bleibt. Ich frage mich immer noch, warum sich das eben minimiert hatte. Da habe ich keine Idee. Also ich wüsste jetzt hier nicht, woran das gelegen haben könnte. Hier ist nichts am Laufen nebenbei. Ich hatte keine Meldung.
Von wegen Dingens-Taste, Tab-Taste oder was das da ist. Nicht die taptische. Zu oft gedrückt oder so. Also insofern, ich habe da echt keine Idee. Ist halt ARK. Muss man mit leben. So, wir haben aber schon wieder 20 Minuten rum, mein Lieben. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, das kann ich alle wegschmeißen. Dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da, das würde mich sehr freuen. Und tatsächlich auf Social Media würde mich natürlich auch sehr freuen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Bye bye.